Punkt 9.30 Uhr an der TU München. Der Roboterwettbewerb startet in die erste Runde. Wir begleiten Sarah vom Anne-Frank-Gymnasium aus Erding und David vom Heinrich-Heine-Gymnasium in München. In den Altersstufen 11 bis 15 Jahren sind diese Nachwuchsprogrammierer von verschiedenen bayerischen Gymnasien mit ihren Roboter-AGs angetreten, um mit ihren programmierbaren Fahrzeugrobotern diesen Parcours zu bezwingen, der es wohl in sich hat. Beim Parcours, da ist ein Silberstreifen und da muss man dann stoppen, eine 90-Grad-Drehung machen und dann was noch? Dann wieder zurück halt. Und dann halt wieder zurück auf die Strecke, auf die Bahn. Alles unter den strengen Augen von TUM-Dozent Dr. Robert Heininger und seinen Studenten, für die der Wettbewerb gleichzeitig eine Projektarbeit ist. Die müssen im Optimalfall den ganzen Parcours schaffen, auf Zeit. Die Zeit wird mitgemessen und jedes Hindernis gibt Punkte. Und am Ende wird eine Summe gebildet aus Zeit und Punkten. Und wer da das beste Ergebnis hat, der hat gewonnen. Basis der Wettbewerbsroboter ist das Baukastensystem eines internationalen Spielzeugherstellers. Jungs oder Mädels, wer programmiert sie besser? Beide Gruppen stoßen inzwischen auf immer größere Probleme. Irgendwie geht's gar nichts. Ja, so, wir haben gerade ziemlich viele Probleme, sag ich mal. Aber auch die Girls vom Anne-Frank-Gymnasium Erding haben es nicht leicht. Der Roboter hat nicht reagiert, wenn wir das Programm gestartet haben. Aber jetzt haben wir die Kabel ausgetauscht und jetzt klappt es wieder. In knapp 3 Stunden müssen alle Roboter programmiert sein. Die Zeit drängt. Jetzt liegen die Nerven blank. Die Girls eilen zum Wettbewerbsparcours. Das haben wir, glaube ich, auch nicht ganz verstanden. Irgendwie lädt das Programm nicht. Genau, wir haben jetzt 10 vor 12. Wir lassen jetzt keine Teams mehr an den Parcours, weil die müssen bis 11:45 ihren Roboter abgegeben haben. Wer bis 12:15 einen Roboter nicht abgegeben hat, wird disqualifiziert. Das heißt, jetzt ist eine große Hektik bei den Teams. Noch ein letztes Mal in den Parcours gehen, ein letztes Mal testen, letzte Einstellungen vornehmen und dann nichts geht mehr. Jetzt wird sich zeigen, wer besser ist. Mädchen oder Jungs. Der Wettbewerbslauf startet. Angespannte Gesichter bei den Jungs und Mädchen. David ist endlich dran. Er darf den Roboter für seine Gruppe ins Rennen begleiten und der Start gelingt. Doch dann ein Unfall an der Hindernisrampe. Der Roboter zerbricht. Punktabzug. Wir wussten, also wir dachten, als wir es programmiert haben, wussten wir nicht, dass er als bremsen muss. Und genau. Wir hätten es besser gemacht. Jetzt sind die Mädchen dran. Sie haben einen guten Start. Zum Glück kein Unfall an der Hindernisrampe wie bei den Jungs. Doch in der Kürze der Zeit konnten die 4 Mädels vom Anne-Frank-Gymnasium wohl nicht alle Hindernisse programmieren. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden, weil es ist besser, als ich erwartet habe eigentlich. Inzwischen ist es 16 Uhr in der TU München. Siegerehrung. Wer gewinnt den Wettbewerb? Der 3. und 2. Platz sind bereits gekürt. Bisher nicht mit David und Sarah. Wir kommen zur Goldmedaille, zum Sieger des heutigen Tages. Und auch dieser Preis geht nach Dachau ans Ignaz Taschner Gymnasium und zwar an die IT Giants. Herzlichen Glückwunsch! Oh nein, diesmal hat's nicht geklappt. Aber Spaß hat's allen gemacht. Konstantin Müller. Es ist halt ein Wettbewerb, das kann man. Also, es ist normal. Ja. Man kann verlieren, aber auch manchmal gewinnen. Auch wenn in diesem Roboterwettbewerb eine Gruppe Jungs aus Dachau das Rennen gemacht hat, Sarah und ihre Mädchengruppe sind stark und wollen im kommenden Jahr erneut mitmachen. Dann treffen sie sicher auch wieder David und seine Jungs.